Die Kritiker, die sagen einfach, ach, das gibt's alles gar nicht, das ist alles Einbildung. Das sagen wir nicht. Nein, nein, wir sagen, natürlich gibt es wahnsinnige Übereinstimmungen. Ich könnte Ihnen jetzt tolle Beispiele bringen. Das gibt es tatsächlich und das ist auch kein Zufall. Herzlich willkommen bei Exo Magazin TV, dem Magazin für Freigeister. Gedankenlesen, Vorahnungen und Spukphänomene. All das ist nur Aberglaube oder Betrug, glauben Skeptiker. Doch es gibt einen Zweig der Wissenschaft, der diese Phänomene sehr ernst nimmt, und zwar die Parapsychologie. Phänomene wie Telepathie und Telekinese gibt es wirklich, sagt Dr. Dr. Walter von Lucadou. Und dahinter stecken natürliche Prinzipien, die wir erst jetzt langsam beginnen zu verstehen. Den zweiten Fall lasse ich jetzt weg, aber hier habe ich noch einen zweiten. Der ist auch von ganz normalen Menschen, so wie Sie und ich, berichtet worden. Und ich kenne die Leute mittlerweile ganz gut. Ich nenne das Fall Karin. Und die war zu Besuch bei einer bekannten Familie und die lag da auf dem Sofa und hat geschlafen. Die anderen haben Fernsehen geguckt. Und dann passierte Folgendes. Wir saßen im Wohnzimmer gemeinsam mit Karin, die sich auf die Couch gelegt hat und tief eingeschlafen war. Unser Hund lag am Fußende der Couch, auf der Karin lag und schlief. Mein Mann und ich schauten Fernsehen und es war sonst ganz ruhig. Plötzlich fuhr der Hund in die Höhe, verkrampfte sich unnatürlich, flog durch das Wohnzimmer, glitt an der Schrankwand ab, versuchte auf die Beine zu kommen, was ihm erst nicht gelang. Er zitterte am ganzen Leib, aber dann war alles plötzlich vorbei und er benahm sich, als ob nichts geschehen sei. In der ganzen Zeit machte ich eine Beobachtung auf dem Wohnzimmertisch. Karins Brille lag auf der Fernsehzeitung und ich traute meinen Augen nicht, als ich die Brille ganz langsam hob und genauso langsam wieder auf die Zeitung zurückging. Karin fuhr kurz hoch, sah den Hund noch in seinen komischen Bewegungen. Dann ging der Hund zu Karin, legte den Kopf auf ihren Schoß. Sie schreiben dann noch weiter. Karin habe dann gesagt, ja, wenn sie das stört, wird sie dann nicht mehr zu Besuch kommen. So was würde ihr halt öfter mal passieren. Okay, also da fragt man sich auch, was ist eigentlich hier los? Ja, was ist hier los? Da brauchen wir jetzt auch nicht den Teufel zu bemühen. Ich kenne die Karin, die hat überhaupt nichts mit Teufel oder Religion am Hut, sondern sie erlebt solche Sachen halt manchmal. Ja, ich kann das auch nicht sagen, wann sowas passiert, passiert halt. So, und jetzt ist die Frage, was kann man dazu sagen? Also es gibt noch wildere Sachen. Ich will hier einen Fall von 1863 schildern, von 1862. Das war der berühmte Fall Melchior Joller, in der Schweiz wohl bekannt. Und da passiert Folgendes, also ich lese hier auch wieder einen Teil vor. Schon während der Nacht ließ sich ein lautes Poltern im Hause vernehmen. Durch den Morgen poltert es bald da, bald dort an Dielen und Wänden. Es war heller Sonnenschein. Ungefähr um 9 Uhr war die Stube aufgeräumt. In der Mitte stand, wie gewöhnlich, der nussbaumene Tisch, von oben nach unten an den Wänden Sessel und Kanapee. So alles geordnet, verließ ich das Zimmer mit Frau und zwei Kindern, die übrigen waren abwesend, und wollte sie, die sich sehr fürchteten, in die oberen Zimmer geleiten. Das Dienstmädchen war in der Küche beschäftigt. Auf der Stiege hörten wir an der Wand des oberen Ganges ein rasches Klopfen mit tanzenden Bewegungen. Aufmerksam gemacht auf ein Geräusch in der Stube, sprangen wir anderen zur Türe zurück, die ich nie aus dem Auge verloren hatte. Und an derselben einen Augenblick lauschend vernahmen wir ein Geräusch, als ob eine Gesellschaft von mehreren Personen in Socken herumtanzen würde. Rasch die Türe geöffnet, war es mausstill. Der schwere Tisch lag der Länge nach gegen die Türe, das unterste zu oberst, ebenso links zwei und vorne in der Stube zwei Stühle nebst dem Tabouret vor dem Kanapee. Wir trauten kaum unseren Sinnen. Es mochte seit unserer Entfernung aus der Stube etwa eine Minute verstrichen sein. Also dieser Fall Joller, den hat Fanny Moser bereits in den 50er Jahren dem Vergessen entrissen, indem sie das publiziert hat in ihrem Standardwerk Spuk, ein Rätsel der Menschheit. Und als ich das gelesen habe, so ganz am Anfang, so in den frühen 70er Jahren, habe ich eigentlich gedacht, sowas, das werde ich wohl nie erleben. Ich meine, ich habe natürlich nicht gedacht, dass das Schwindel oder Betrug ist, aber ich habe gedacht, es gibt es einfach so selten, wenn es überhaupt gibt. Also mittlerweile ist unsere Statistik so, dass wir so alle 3 Wochen einen Fall von dieser Qualität haben. Ich bin tatsächlich schon in Wohnungen gestanden, das sah es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen und die Leute sagen, wir haben das nicht gemacht. Also Sie können sich vorstellen, dass Sie ein Problem haben und es ist meine Aufgabe, mich darum zu kümmern. Okay, soweit, so gut.
Ja, also für mich ist das, sind solche Berichte, was so alltäglich ist, dass ich mich da gar nicht mehr drüber aufreg, sondern ich überlege mir allenfalls, naja, wo kann man da ansetzen, was zu verstehen, was zu verstehen. Aber um was zu verstehen, muss man natürlich erstmal sozusagen die Sache klar definieren. Man muss wissen, wovon man spricht. Und deswegen hat man in der Parapsychologie so Worte eingeführt, die Sie natürlich kennen, wie Telepathie heißt Fernfühlen. Das wäre Hans Berger und seine Schwester, oder Telekinese, das wäre vielleicht so eine Art physikalische Bewegung durch psychische Faktoren, auch Psychokinese genannt. Und die Frage ist, natürlich kann man sowas untersuchen. Kann man das vielleicht im Labor untersuchen? Und das war sozusagen die Grundfrage. Und da war vor allem Louisa und Joseph B. Ryan, zwei Pionierinnen und Pionier, die bereits in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts begonnen haben, der Sache auf den Grund zu gehen. Nun, man hat dann noch so Einteilungen gebracht, dass man zwischen Telepathie, Hellsehen und Präkognition unterschieden hat oder bei Psychokinese Spuk, Mikro, Makro. Das brauchen wir im Prinzip gar nicht. Wir stellen einfach nur die Frage, kann man denn sowas überhaupt verstehen? In den letzten 20 Jahren hat die Parapsychologie erstaunliche Fortschritte gemacht. Selbst unheimliche Spukerlebnisse lassen sich inzwischen wissenschaftlich erklären. Das seht ihr hier. Und Forschungen an der Princeton University zeigen, dass die Menschheit offenbar durch eine Art globales Bewusstsein miteinander verbunden ist. Das seht ihr dort. Habt auch ihr schon mal was Unheimliches erlebt? Bitte schreibt es mir in die Kommentare und gebt mir ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Den gesamten Beitrag über die Realität des Übersinnlichen seht ihr ab sofort auf ExoMagazin TV. Schaut gleich mal rein. Bis bald. Ciao.